Servus und grüß euch zur Folge 84 von Turpoint Hospital hier bei mir im Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie wir hier sehen, warten wir jetzt ja immer noch dringend auf die Erschließung oder die Erforschung des DNS-Labors. Jetzt haben wir schon 952 von 1000 notwendigen Forschungspunkten. Und das muss jetzt dann schleunigst betrieben werden, weil DNS-Labor ist auch so eine große Anfrage ist. Wir haben dann natürlich auch schon Anfragen gehabt für weitere Entlader hier sozusagen. Ich glaube, dass wir das Ganze hier dann oben einmal sowieso komplett umbauen müssen und den Deprimator vielleicht dann nach hinten bauen, genauso wie das Ganze dann einmal noch umbauen, dass wir hier auch mit mehr oder wieder mehr Patienten noch annehmen können. Da wird es also jetzt noch einiges geben, was wir jetzt brauchen. Tja, die 10% lassen wir jetzt aber, wenn da einer so ein Ding macht oder sowas, ist mir das jetzt egal. So, DNS-Labor haben wir jetzt. Moment mal, jetzt machen wir mal ganz kurz Pause hier, weil dann werden wir mal den Forscher umstellen. Er soll natürlich dann auch die Schocktherapie, die wir als erstes gemacht haben, das Upgrade entwickeln und sollte dann vielleicht auch nochmal das DNS-Labor entwickeln oder hochschrauben, dass wir den Entlader 2 als nächstes dann gleich mal bekommen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie wir das Ganze hier vielleicht am besten umbauen werden. So. Ich möchte nämlich gerne noch mal ein paar Arztzimmer machen, weil das hier oben ist ja ein Wahnsinn, was da abläuft, muss man uns ehrlich sagen. Vielleicht können wir das Ganze auch noch ein bisschen anders umbauen hier. Jetzt lasst uns mal überlegen. Kann ich das auch wieder übergreifend machen, dass wir das vielleicht hier nach unten legen und hier noch mal ein paar Anmeldungen machen. Das heißt, den werden wir jetzt mal nehmen. Oder wir schauen, Moment, DNS-Labor. Wie groß muss das DNS-Labor sein? Das müssen wir natürlich im Pause-Ding mal bauen. Oh, das kostet natürlich ganz schön Kohle jetzt wieder hin. Wahnsinn, 3x4. Bringen wir dann aber da auch nicht 2 hin, oder? Kann man da eins herbauen und da eins herbauen, wenn wir das verlegen. Da müssen wir mal auf alle Fälle 1 bauen davon. Da oben, das kann man klonen und daneben nochmal hier bauen. Das müsste reichen und da vielleicht noch ein bisschen mal schauen. Die nach hinten bauen und das andere nach unten. Also, jetzt machen wir mal Folgendes. Das nehmen wir jetzt einmal. Das wird jetzt einmal hochgenommen. Ich möchte das ganze Zimmer nehmen gerne. So. Und zwar verlegen wir das jetzt im Krankenhaus hier nach unten. So. Das werden wir jetzt verlegen. Das nehmen wir auch. Und verlagern das Ganze mal noch hier. So. Das Bänklein. Das Bänklein verlagert man mal noch hier, genauso wie das Bänklein. Kommt auch noch da und die anderen zwei von da oben bauen wir jetzt einmal schnell nach unten. Die kommt da davor und die kommt dahin. So. Dann haben wir jetzt da zumindest mal Platz für ein neues DNS-Labor auf alle Fälle. Da werden wir wahrscheinlich auch noch zwei benötigen werden irgendwo nochmal. Das ist uns aber dann zu teuer, da die mal sagen. Also 4x3 mit Tür hier. Dann bringen wir vielleicht da noch was in die Nähe hin. So, ein Helixer haben wir da drin. Ein Helixer, das klingt ja auch ganz schön. Huiuiui. Da bin ich einmal gespannt, was da passiert im Helixer. Das wird mit Sicherheit auch wieder Apps. Das wird mit Sicherheit aber selbst die armen Patienten in den Helixer müssen, glaube ich. So,
Da brauchen wir das gleiche, dann geklonte Rund nochmal, aber da warten wir jetzt nochmal ein bisschen ab, da ich sagen. Was wir unbedingt brauchen, wir haben so viele Patienten und alles, die zu uns wollen. Einmal. Dann werden wir das Ganze nochmal kopieren daher. Dann bringe ich mal vielleicht da gegenüber auch noch irgendwas ein, was wir dann noch an Aufnahmestationen oder so, Herzrasern oder sonstige Sachen brauchen. Da haben wir jetzt Ohren. Das ist auch nicht so tragisch. Das geht ein Herz überrössig, gell? Das ist schon sehr, sehr merkwürdig teilweise ab und zu. Was in diesem Krankenhaus soll das passieren? Gut, dann kann man da mal auf alle Fälle vielleicht noch bei der Tür jetzt irgendwie noch eine Toilette hinbasteln, wenn wir das Ganze ein bisschen verschieben. Vielleicht um eins weiter um und verschieben, weil da haben wir eh nichts. Aber dann können wir mit den Türen da wieder nicht konform. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Aber also, so eine Toilette mit zwei so Klos, das ist natürlich auch nicht gerade das Beste, da nicht mehr so. Kann man höchstens probieren, ob man bei den Zimmern vielleicht mal da unten auf alle Fälle noch. Ja. Dann können wir uns da wieder den Gang nicht gescheit runter, gell? Was kann man denn noch? Aber da bringst du dann auch nichts mehr rein. Wenn man das da klont. Zumindest da ein etwas größeres WC-chen hinbaut. Schauen wir mal, wie viele Kabinen bringen wir denn da dann rein? Den Handtrockner, jetzt brauchen wir erst einmal Waschbecken, das muss unbedingt da irgendwo her. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Handtrockner irgendwo dazu. Und wenn es geht, eine Mülltonne natürlich. Und für die Frostbeulen natürlich auch sowas da dran machen. Dann kann man da oben ein bisschen weiter ausbauen noch. Kann man da oben noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal so laufen. So, dann brauchen wir natürlich da noch. Dann brauchen wir natürlich hier noch ein paar Objekte in Form einer Bank. Die müssen natürlich vor dem Helixer auch warten können. Und dann schauen wir mal, da brauchen wir einen Arzt mit Genetik. Kann man sowas schon an? Wo hatten Ärzte mit Genetik bitte? Wie schaut Genetik aus? Oh, 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 das heißt, wir brauchen auf alle Fälle da nochmal irgendwo. Kann man Genetik weiterbilden? Schauen wir mal. Kann man schon Genetik weiterbilden, statt Genetik hätten wir da, ja. Da brauchen wir uns natürlich einen externen, das kostet uns natürlich jetzt wieder einen Haufen Geld, aber es hilft nicht. Das ist natürlich jetzt ein teurer Spaß, sowas, gell. Aber, gut. Lassen wir mal laufen, würde ich sagen. Die müssen natürlich jetzt an Genetik weitergebildet werden. Was ist mit dir, Schatzi? Vielleicht kann man eigentlich nur irgendwo, kann man in einem Zimmer, kann man eigentlich in einem Zimmer nur an. So. No? Triple 20 oder was? Weißt du, was du jubilierst? Nein, ich nehme keinen Kredit auf. Also im Moment zumindest nicht. Oh, 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 oh. Unbedingt reparieren. We're sorry for the litter that you dropped on our floor. Ja, ich weiß, ist eine Weiterbildung. Auch den müssen wir wieder reparieren.
Jetzt geht's halt auch, wie gesagt, jetzt müssen wir alles reparieren, upgraden, updaten und so weiter. Jetzt haben wir mal bei dem Stand, wo ich sage, das Krankenhaus dürfte mal soweit laufen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir wieder an das nötige Kleingeld ankommen, um eben eine Menge Fortbildungen zu machen. Jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Gehaltsforderungen. Da muss natürlich alles wieder an Kanonen und Geräten aufrüsten und updaten. Das kostet natürlich auch wieder jede Menge Geld. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt alles wieder kaufen oder Kredite aufnehmen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht gut für Vorteil, weil man muss ja die Kredite wieder abstottern und abbezahlen. Natürlich brauchen wir jetzt auch wieder jede Menge Ärzte. Die dürfen natürlich dann auch nicht zu lange warten, unsere ganzen Patienten. Einen Psychiater brauchen wir eigentlich nicht, gell? Die kosten natürlich auch wieder einen Haufen Geld. Und für Radiologie brauchen wir im Moment auch noch keinen. Agnes Reichlich. So, jetzt müssen wir Agnes Reichlich finden. Nurse to General Diagnosis. Wo ist sie denn? Alle, wo ist jetzt Agnes Reichlich? Da ist. Wo ist sie denn? Die nehmen wir jetzt einfach mal nach oben. Ah, Moment, sonst kommen wir wieder nicht zu den Dingen hier. Ja, ansehen. Schätzen wir, dass wir nicht. Oh, trotzdem Arbeitgeber des Jahres. Aufsteigender Stern, was wir jetzt hier haben. Here's the latest tech report with Alan Dongle. One of our hospitals has completed research on a treatment for DNA problems. It's called the Helixia and is guaranteed to give your genes a thorough wash. Wir brauchen jetzt so viel Kohle wie möglich. Helixer, das haben wir auch nicht übersehen. Was wird denn beim Helixer passieren? Brauchst auch schon wieder 6 Patienten, kommen da schon wieder. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Wir verändern die Gene oder was? Die ist immer noch blau. Bleib doch da. Und jetzt? Muss wieder in die Arztpraxis zurück. Oh je, meine. Und schon wieder ein Gewitterchen. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass wir da bloß ein Zimmer haben dafür, gell? Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Jetzt geht es schon wieder ins Chaos, über das muss ich feststellen. Das ist gar nicht so positiv, da ist sie. Ich stelle mir zum Eiweiß, dann haben wir zumindest einmal gleich jemanden, der da für das andere Ding ausgebildet ist. Und wenn da auch schon wieder so viele Leute warten, es hilft sie einfach nicht. Es kostet uns jetzt zwar jede Menge Kohle wieder. Können wir nicht bauen, haben wir kein Geld nicht. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder nach oben. Die Entlader müssen natürlich dann wieder gewartet werden und 8 Patienten schon für das DNS-Labor. Janitor, please, repair Helixer. Der muss jetzt auch wieder repariert werden, genau, dann hängt uns das natürlich auch wieder noch. So, aber jetzt können wir den hoffentlich schnellstmöglich einmal kopieren da. So, und jetzt muss das ganze Ding einmal laufen, das hilft jetzt nicht. Wir können jetzt nicht immer alles dann noch ausbauen und umbauen und alles. Jetzt müssen wir dann natürlich einmal wieder an die Infrastruktur denken, aber Automaten und so weiter bauen, damit wir da wieder ein bisschen Geld für Essen oder sowas einnehmen können. Also gut, die kosten uns jetzt auch nicht allzu viel. Also ein paar so Automaten irgendwo noch hinstellen,
wäre uns jetzt im Moment auch zwar ein bisschen was kosten, aber es hilft sich nichts. Luxus-Snack-Automaten, Luxus-Getränke-Automaten, an mittleren Automaten. One of our hospitals is suffering the effects of an electrical storm. Not so good if you're hooked up to any equipment right now. So, great conditions for reanimating monsters assembled from body parts. Jetzt können wir vielleicht einmal probieren, weil da bringen wir sowieso nichts mehr her, dass wir sowas da noch einbauen einmal. Und da vielleicht noch sowas her. Dass die da ein bisschen Geld da lassen. Spritzenhaus brauchen wir auch noch. So, Moment, stopp. Patient bitten zu warten. Spritzenhaus. Ja gut, das werden wir jetzt auch noch. Jetzt kommt das nächste, was uns schon wieder Geld kostet. Und Platz haben wir sowieso keinen, oder? Doch, da herum. Außerdem bringen wir das natürlich jetzt wieder nicht da rein, weil es wieder zu groß ist. Das wäre natürlich auch schlecht. Wo ist es denn? Da ist 3x3, perfekt. So. Ich brauche natürlich jetzt auch wieder Personal, dann brauchen wir wieder Kohle dafür, dann brauchen wir wieder das nächste, dann brauchen wir das übernächste. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Ein Heizkörper, weil sonst friert es wieder die Buben. Und die Madeln. Die Madeln dürfen sich nicht. Die Madeln haben eher der Friert wie Buben. Also ist zumindest bei mir so, wenn ich mir meine Frau anschaue, die ist auch mehr. Ist aus wie eine Frostbeule. So. Reparieren, reparieren, was jetzt geht doch das Ding wieder in Ding auf. Was soll denn das? Repariert zuerst mal die Helix sein. Das ist so, bei 2 ist es die sogenannte Doppelhelix, oder? Ein Helix ist ein Helixer und 2 haben dann also Doppelhelix, die berühmte Doppelhelix. Jetzt da brechelt uns wieder alle her, das ist der Wahnsinn. Am Anfang ist das so gut angegangen da wieder. Aber jetzt haben wir wieder in diesem berühmten Brummkreisel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Maintenance announcement. Bins will become full. Das ist ja echt der Wahnsinn. Die Frage, ob die dann was kaufen, wenn sie in Zeitschriften stehen, dass sie auch dort stehen haben, gell? Aber müssen wir jetzt einfach da was machen. Ich muss da ein bisschen was machen, damit das Ganze schöner wird. Doctor required in Delux Clinic. So, ab damit. Jetzt waren wir befördert. Es geht aber trotzdem mit dem Geld komischerweise auch einigermaßen gut bergauf, gell? Also, einen Helixer können wir eh nicht upgraden. Können wir den upgraden, einen Entlader können wir auch nicht upgraden. Aber schon langsam. Jetzt brauchen wir aber noch ein, zwei Hausmeister, das hilft sich auch nicht, weil das ist nur alles zwingend. Die kennen ja nichts. Harrison, there isn't aliens about or here or nothing. You crazy guy for sure. That's exactly das ist mit dir grantig Schmutzfink. Nein, das macht nichts. Dann nehmen wir den auch. Joking, dann können wir den nämlich alle weiterbilden, nochmal in Mechanik und so weiter. More respectful debate after this. Dann müssen wir in Gentechnik auch noch. Wahnsinn, wie viel das surft. So viel DNS-Kranke, was da haben. Das ist der Irrsinn. Hey. Im Moment haben wir aber wäre gut positive Bilanzen oder sowas. Ich schreie ja dann auch wieder nach Weiterbildungen, gell? Aber wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, das mit den. Jetzt hast du halt wieder das Problem, dass wieder ein Haufen Patienten versterben. Das ist natürlich auch nicht gerade gut. Kann man da vielleicht noch, wenn die da vorne wieder so ausstängern? Oder bringst du jetzt wieder keine große Aufnahme hin, gell? Geht wahrscheinlich gar nicht. Wobei, wenn die an der Wand steht, ist es eigentlich auch wurscht. Die muss ja nur. Flur zum Korridor. Mhm.
Das steht uns jetzt natürlich alles da wieder im Weg umeinander, weiß. Nein, das, das machen wir. So langsam. 5 und 7 kommen. Nein. Ja. Also vom Geld her geht es jetzt einigermaßen brutal gut. Ich hätte jetzt beinahe gesagt nach oben. Also jetzt können wir wirklich mal schauen, dass wir da dann wieder Maschinen upgraden. Isiscan 3. Dann da mal den mal upgraden und dann mal einen Medikamentenmix auf 3 upgraden. Da müssen wir mal Weiterbildungen machen. Da kannst du sonst sowieso nichts updaten. Wie schaut es mit dem Herzraser aus? Da lassen wir jetzt auch nochmal laufen. Der dort weiterentwickeln für andere Sachen. Die können wir noch nicht upgraden. Der muss unbedingt repariert werden. Das ist aber eh schon Arbeit. Perfektus. Schaut, du hast Ultraschallkanone, ist jetzt auch nicht so belegt. Der Deprimator kann, glaube ich, auch upgegradet werden. Das werden wir dann vielleicht auch nochmal in Angriff. Das müssen wir. Nicht das werden wir vielleicht dann nochmal, sondern das müssen wir unbedingt in Angriff nehmen. Also von den Zahlen her schaut es einigermaßen gut aus. Das freut mich. Das kriegen wir auch noch wieder weg mit diesen Geistern. Weil das Krankenhaus, das werden wir jetzt noch nach oben pushen oder sowas. Das pushen wir einer nach oben. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal den ersten Stern erreichen, da die Messung, gell? So, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das war dann einmal die Folge 84 bei Two Point Hospital hier bei mir im Kanal. Hoffe, wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos hier wieder oder zu Two Point Hospital eben. Verabschiede mich von euch bis dahin. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Euer Maverick.